Heute fand die Pressekonferenz im Sportheim des 1. FC Saarbrücken vor dem großen Pokalspiel gegen Union Berlin statt. Dirk Lottner und Martin Dausch stellten sich den Fragen der Presse. Kurt Schlottner auf die Frage, ob es was Besonderes ist, am Sonntag gegen seinen alten Kumpel aus Kölner Zeiten, also Jens Keller, den Trainer von Union Berlin, zu treffen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, den Jens wiederzusehen. Wir haben uns jetzt knapp anderthalb Jahre, glaube ich, nicht gesehen. Damals noch in Köln, einfach zu einem Kaffee getroffen. Dementsprechend freut man sich immer, wenn man dann alte Weggefährten wieder trifft. Bei Jens und mir war es halt so, dass schon eine gute Harmonie war in der Zeit, wo wir zusammen gespielt haben. Und wie gesagt, deswegen freue ich mich auch, dass wir uns dann in diesem Rahmen dann auch mal wieder zum Spiel sehen dürfen. Wie stehen die Chancen, den Berlinern ein Bein zu stellen? Dazu Lottner weiter. Gut, eins ist klar, das habe ich eben schon erwähnt, dass wir schon mit Sicherheit eine absolute Top-Tagesform brauchen, um gegen Berlin wirklich auch die Chance haben zu können, eine Runde weiterzukommen. Andererseits versuche ich auch der Mannschaft zu vermitteln, dass sie daran glauben soll, dass irgendwo die Chance in einem Pokalspiel immer gegeben ist. Ne, mit Sicherheit ist Berlin eine absolute Top-Mannschaft in der zweiten Liga. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn wir wirklich in Sahnetag erwischen und Berlin vielleicht an dem Tag ein bisschen strauchelt, dass wir dann schon in der Lage sein werden, zumindest den Berlinern das Leben schwer zu machen und vielleicht daraus hinaus dann für die Überraschung sorgen zu können. Neuzugang Martin Dausch haben wir gefragt, was am Sonntag passieren muss, dass die Blau-Schwarzen als Gewinner den Platz verlassen. Ja, wir müssen von Anfang an alles reinwerfen. Wir brauchen viel Glück. Wir brauchen vor allem die Fans, dass ihr auf den Rängen alle Gas gebt für uns. Und dann brauchen wir einfach ein kleines Fußballwunder und dann können wir das Spiel auch gewinnen. Martin hat selbst von 2013 bis 2015 für Union Berlin gekickt. Ist es denn für ihn auch ein besonderes Spiel? Ja, auf jeden Fall. War eine sehr schöne Zeit. Ich hoffe, dass ich meine Jungs da ein bisschen ärgern kann und hoffe auf einfach ein gutes Spiel und dass wir das Ding gewinnen können. Merkt man denn bei der Mannschaft schon eine gewisse Nervosität vor dem DFB-Pokalspiel? Dazu abschließend noch einmal der Trainer unseres FCS. Also weder bei mir, noch bei der Mannschaft merke ich irgendwelche Veränderungen gegenüber einem normalen Punktspiel bislang an. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Weil die Tatsache, wenn du am Sonntag dort am Stadion auflaufst, dann wirst du allein schon von den Rahmenbedingungen sehen, dass es dann doch ein anderes Spiel ist, weil halt mehr Männchen da sein werden, die Werbebanner werden andere sein, der Aufwand ist ein bisschen größer, Fernsehkameras werden an den Seiten stehen. Und ich hoffe, dass es dann nicht dazu führt, dass die Mannschaft dann doch auf einmal so kurz vor Spiel anfängt, nervös zu werden, unruhig zu werden und dann zu merken, oh, das ist ja was ganz Besonderes heute. Das hoffe ich nicht. Von daher kann ich nur sagen, also unsere Abläufe in dieser Woche waren so wie vor jedem Punktspiel. Wir bereiten uns gut auf Union Berlin vor, werden uns mit Union Berlin morgen nochmal intensiv beschäftigen, haben das unter der Woche schon mal in der einen oder anderen Trainingseinheit gemacht. Und jetzt gilt es halt dann so langsam auf Spannung zu kommen und trotzdem die nötige Lockerheit hinten raus auch zu behalten.